den Unterbau dieser Gruft mit dem Grufteingang und obendrauf die Kapelle. Sieht auf dem Bild aus ein bisschen wie der Kölner Dom, war aber nicht ganz so groß. Das sehen wir dann nachher noch, was das ungefähr für Dimensionen hatte. Vorne über dem Eingang zur Gruft diese Ritterfigur, mittelalterlicher Bekleidung und Kopf von Rohn. Das war also sozusagen die Würdigung seiner Person und seinem Lebenswerk. Hier in diesem Eingangsbereich, wo Sie jetzt stehen, das ist dieser Mauervorsprung, standen zwei Engel auf Podesten, weil die irgendwie Füße gekriegt haben beim Kriegsende oder in dieser stürmischen Zeit 89-90. Ist nicht ganz überliefert. Im Hintergrund, auch aus Marmor, hieß er eine Grablegungsbüste. Das sollte also den alten Rohn darstellen, ist auch verschwunden. Zwischen Deutschland und Frankreich. Und der Auslöser war,